Liebes Publikum, was haben der Dalai Lama, Immanuel Kant, Jesus und Harold Macmillan miteinander zu tun? Ihre Sprüche sind bei uns im Büro auf dem Sprüchekalender, der da an der Wand hängt. Und das ist wirklich kein Quatsch. Ich hab hier mal geguckt. Hier, Kalendereintrag vom 26. Januar. Die Vergangenheit sollten wir als Sprungbrett nutzen, nicht als Sofa. Harold Macmillan. Mich wundert nicht, dass mein Kollege zu solchen Sprüchenkalendern irgendwie, dass er auch mal einen Beitrag irgendwie gemacht hat. Denn jede seiner Anmoderation ist ein Geistesblitz, der hier so in die Bühne einschlägt jedes Mal. Jede Anmoderation ist ein Touchdown im Super Bowl der Moderationskunst. Aber ich hab mal recherchiert, Harold Macmillan war ein britischer Premierminister 1957 oder so. Also das, was er hier macht, ist eigentlich mehr so nebenbei. Seine große Leidenschaft ist eigentlich Sportmoderation. Und da geht es hauptsächlich um American Football. Das kann er gut, hat auch selber gespielt, kann das gut kommentieren. Und hier bei uns ist er der Quarterback, der sich mühelos durch die Reihen kämpft und einem Home Run diesen Ball durch diese beiden Stangen schießt. Und wenn Sie jetzt applaudieren, liebes Publikum, halten Sie nichts zurück. Ne? Klatschen Sie, johlen Sie, trampeln Sie, schmeißen Sie Unterwäsche nach vorne. Alles ist erlaubt. Vergessen Sie alle Regeln des guten Anstandes und lassen Sie sich Ihren virtuellen Besenstiel aus dem Hintern ziehen, aus Ihrem Hanseatischen. Und drehen Sie bitte komplett durch für den Patrick Mahomes der Kleinkunst, für meinen lieben Kollegen Harold Macmillan.